Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Moonlighter. Jo, endlich können wir wieder spielen. Also ich freue mich sehr. Und ist schon wieder 2 Wochen her, glaube ich, oder gar 3? 2 Wochen sind es her, okay. Ich freue mich. Wir haben Dark. Wie schaut es mit unserem Inventar aus? Ja, ein bisschen was hätten wir, ne? Geld haben wir sehr wenig, okay. Was wollte ich sagen? Ich möchte gerne, ehrlich gesagt, dass wir uns ein bisschen Geld ansparen und dann Ressourcen sparen. Und zwar dafür, dass wir mal besseres Equip kriegen und so weiter. Das wäre mir sehr lieb, ehrlich gesagt. Ich glaube, den lassen wir da. Dafür können wir den nehmen. Da können wir noch voll machen. Jo. Die Steinchen hier belasse ich wieder mal für eine Verzauberung. Ich hoffe, ihr habt nicht allzu viel vergessen. Das ist eher das, was mir da ein bisschen Sorgen macht. Ah, ich sehe gerade. Den können wir eigentlich auch brauchen da unten. Jo. Bin gerade am Schauen und am Suchen. Jo, ich glaube, das passt so ungefähr, ne? Haben wir... Ja, wir könnten Tränke brauen. Wir haben da ein paar. Das wäre wieder super für die Helden. Da hätten wir noch Platz. So. Das klappt. Hätten wir noch irgendwas, was ich gerade übersehen tue? Ich hoffe nicht. Oh, ich glaube, das schaut okay aus. Jo, passt. Dann gehe ich noch fix Tränke holen. So, einmal verlassen. Blam, 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 blam. Blam, blam, blam. Tada, servus, Gnädigste. Ich brauche halt bitte ein Saftel. Und zwar, ja. So viele wie gern. Ich bitte drum. Dankeschön. Das passt genau für die Helden. So. Es leckt wieder ein bisschen, ne? Ich hoffe, der fängt sich wieder. Sonst muss ich gleich noch was probieren. So. Es hat letztes Mal auch schon ein bisschen geleckt. Okay, lecki, leck, leck. Also, wir tun verkaufen. Ja, ich muss noch mal kurz schauen, preistechnisch. Wir hatten hier 130. Okay, dann können wir mit dem Preis, mit dem auch hier den vierten Preis haben, auf 140, ja, müsste passen. Hier 500, wissen wir noch nicht, ob das gut ist. Dann würde ich sagen, das schon mal und das schon mal. Da haben wir auf 5 und auf 3, ja, 5 ist okay und hier 3, okay, dann muss ich hier, obala, siehst du, verdrückt mich wieder. Dann muss ich hier auf die 1. So, hätten wir auch den Preis haben. Dann hätten wir den Tisch schon mal. Dann haben wir da noch das hier, würde ich sagen. Und das hier, würde ich sagen. Und das hier, würde ich sagen. Und das da. So, wie schauen wir preislich aus? Das war der falsche Knopf. Ja, so. 100 ist gut, das können wir lassen. 25 ist gut, das können wir lassen. 110, aha, da müssen wir runter. Ich würde sagen 100. 100, passt das? Könnte gerade noch im Rahmen sein, gell? Beliebtheit neutral, aha. Vielleicht sollte ich hier 95 nehmen. Ist vielleicht besser. So. Und hier mit 150, okay, da können wir vielleicht an 100... So vielleicht? Ah na, das passt schon, 160 hätte gepasst, glaube ich. Schauen wir mal. So, das müsste schon sein. Dann würde ich sagen, beginnen wir wieder die Verkaufssession. Servus, grüß dich.
Wir haben frische Ware aus den Dungeons. Ja. Ganz seltene Dinge auch für die Helden. Ist die Musik zu laut? Brrr. Aha. Er ist nicht zufrieden mit dem Preis, aber er nimmt es trotzdem. Das freut mich. Das heißt, wir werden auch gleich wieder einen Trank nachlegen. Hoppala. Na, das wollte ich nicht. Na, das wollte ich auch nicht. So, jetzt. 130 müsste jetzt gelten. Ja, das passt. 130. Gut. So. Ah ja. Danke für den Einkauf. Vielen Dank für den Einkauf. Schönes Leben noch. So. Sehr freundlich, ne? Die Geschichte und die Geschichte gehen wir mal. Sind wir da mit 100 gut dabei? Ja, da können wir rauf mit dem Preis. Ich würde sagen 120 kommt das hin, wahrscheinlich. Da sind wir bei 130. Ich würde sagen 50, 250. 260, ja? So. Wer ist denn das? Na, wer bist denn du? Hä? Wer bist denn du? Das ist ein Bösewicht. Den Kerl habe ich noch überhaupt nicht gesehen. Da sind sie alle traurig. Was habe ich verlangt hierfür? Ich war, für den Trank, ne? Okay, komm. 140 ist brr. Komm, 130 ist schon finanzierbar. Ist da ein Dieb? Ich glaube, das ist ein Dieb, oder? Der da? Muss ich aufpassen. Bist du ein Dieb? Ist das ein legendärer Typi? Ich werd mit dem Preis runtergehen ein bisschen. Vielleicht interessiert er sich dann dafür. Was haben wir gehabt? 100 ist super. Na, super. Ich probiere es mal mit 110. Vielleicht springt er an. Ist er weg? Er ist weg, gell? Scheiße. Achso, das Buch hat er wollen haben, glaube ich. Das war okay. Okay, dann bleiben wir bei 130. Entschuldigung, ich habe auch den Trank gesehen. Und der verzweifelt. Okay, 500 ist ihm zu viel. Dann machen wir es mal mit 400. Ups. Ah, da kommt jemand. Da hat jemand was ausgewählt. Gerne. Vielen Dank. Aha, da ist er wieder enttäuscht. Immer noch von dem Preis. Na, von was anderem. Meh? Das müsste passen noch mit dem Preis da. Ich komme da gerade nicht mit. Egal. Hauen wir das noch rein. So. 110 ist optimaler Preis. Passt. Ja, ich komm schon. Ich komm schon. Da hat noch jemand was gefunden. Gerne. Ich habe auf A gedrückt. Jetzt. Aha, sie hat das Buch gekauft. Super. Vielen Dank. Boah, cool. Schön. Das ist super. So, dann hauen wir das da wieder rein. Passt das mit dem Preis? 15? Ja. Vielleicht soll ich bei den Tränke auf 125? Das verstehe ich nicht. 130 ist ja okay. Nee. Vielleicht wollte ich einfach ein Schnäppchen haben. Apropos Schnäppchen, bei Sale habe ich auch vergessen, was sind zu tun. Die sind echt voll enttäuscht. Die sind wirklich zu teuer? Das ist echt schlimm. Dann probieren wir es so, ne? Bei Sale, was könnte man da reinschmeißen? Ich würde sagen... falscher Knopf. Das da würde ich sagen. So. Brr. Boah, die Raum... Die nehmen wieder alles... Also die kaufen brav. Und, glücklich? Immer noch nicht. Das gibt's ja nicht. Das ist ja 130. Vielleicht muss ich es echt im Angebot hergeben. Also wirklich, weiß ich nicht. 110? Dass ich keinen Verlust mehr mache? Bitte? Das ist ja unglaublich, sowas. Okay, das haben wir rein und das haben wir rein und das haben wir rein. Preis passt drüben. Das wollte ich. Preis passt. Aha, da können wir einen Preis noch wählen. Was nehmen wir da? 25, 325 würde ich sagen. Ja. Da oben mit 5, das passt, okay. Dann haben wir da noch was.
das, das und das. Und sind wir fertig. 50 war sie nicht. Mhm. Na. Kann man sie so schief verdrücken. 110 passt. Und da drüben? Na. 150 passt. Da will ich aber nochmal den Preis erhöhen. Um den dritten Preis herauszufinden. So. Okay. Das mit dem Trank verstehe ich gerade nicht. Nicht! Echt jetzt? Verstehe ich echt nicht. Dann machen wir halt 100. Machen wir halt ein bisschen Verlust, hilft dir nichts. Oh, da ist jemand glücklich. Danke. Und, jetzt besser? Ja, jetzt freut er sich wenigstens. Na gut. So. Kauft's nur, ihr Leute, kauft's nur. So. Dankeschön. Jawohl. Ah, das wird enttäuscht, okay. Danke. Und danke. Und da unten noch schnell den Preis ändern. Hoppala. 120 ist zu teuer, dann werden wir es auf 110 noch machen, dass wir den dritten Preis noch haben. Danke für den Einkauf. Oh, es war gar kein Dieb da. Das wundert mich. Vielleicht hatten die heute keinen Bock. Danke. Okay, da kauft es auch, das freut mich. Dankeschön. Vierteich, wir sind arm wie Kirchenmäuse, so muss das ausschauen. Tränke haben wir 3, das müsste passen. Alles gut. Mhm. Was haben wir eingenommen? Verkauft haben wir echt viel. 11.788 haben wir verdient. Das können wir lassen. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder auf die Pirsch, ne? Aber jetzt wäre gut, also schon langsam mal zu wissen, was wir jetzt für ein neues Equip brauchen, ne? Ah, siehst du heute gut aus, Will, ne? Wie kann ich dir helfen schon wieder? Jo, ja, ich hätte gerne, was hätte ich denn gerne? Mal Stiefel, haben wir Stiefel überhaupt an? Habe ich mittlerweile schon Stiefel an? Ich weiß es gar nicht. Stiefel, Brust und Kopf gibt's, ne? Waffen wollte ich auch mal schauen, genau, stimmt. Bessere Waffe. Da wäre die auch nicht so recht schlau. Müssen wir zuerst wahrscheinlich zuerst, die Grundbasis da herstellen, ne? Wobei Schwerter und Schild hätten wir ja, ne? Und dann wahrscheinlich können wir es auf dem oder auf das ausbauen. Aber da bin ich ehrlich gesagt gewillt, das da unten zu nehmen, ne? Weil es hat ja Bonuseffekt auch. Aber ich weiß nicht einmal noch, was wir dafür brauchen. Also immer das Vorige, das sieht man schon beim Symbol, aber dann sind das so komische Items. Achso, wahrscheinlich den anderen Dungeons, nehme ich mal an. Also Feuer-Dungeon und so weiter, ne? Das erklärt so einiges, nicht wahr? Aber ich bin echt arm. Wir sind richtig arme Viecher. Also Menschen, also Helden. Ja. Wobei dieser Zweihänder schaut da cool aus, ne? Generell alle beiden Varianten. Hat er wieder Bonusse? Tatsächlich. Alles, was unten ist, hat Bonusse. Wahrscheinlich umso teurer, oder was? Keine Ahnung. Naja. Naja, Handschuhe. Ja. Gut, dann werden wir anfangen, Sachen zu sparen, ne? Materialien zu sparen. Jo. Dafür müssen wir aber zuerst mal in den Dungeon. Wieder mal. So. Lalilalila, da fällt mir aber ein, wir hätten noch was vielleicht für unseren Shop kaufen können. Dann morgen. Machen wir das dann morgen. So. Okay. Also am nächsten Tag, ne? Im Spiel. Der Tag. Ihr wisst schon. Ne? Ja? Gut. So, wir laden den Dungeon. Hoffentlich. Jetzt? Vielleicht? Sofort? Bitte? Ja! Okay, ein bisschen die Steuerung nochmal üben. Genau, rollen kann ich noch. Mal schauen, ob es auch im Kampf klappt. Werden wir sehen, ne? So. Zack.
Zack, geht ja gar nicht mal schlecht. Zack. Es leckt heute ein bisschen mehr als wie sonst. Das ärgert mich ein bisschen. Ich muss da nochmal was probieren. Vielleicht wird es dann besser beim nächsten Mal. Aha, da haben wir schon die Quelle. Die brauchen wir noch nicht. Hui, hui. So, aha, was haben wir da Schönes? Und zack. Und zack. Da haben wir nichts drin. Au. Au. Na, da bleibst du. Du Schindel. Halt. Passt. Haben wir alles gefiltert. Servus, grüß euch. So, den hätten wir auch erledigt. So, da haben wir nichts drin, wie immer. Zack, zack. Das hätten wir auch. Okay, da geht's in die nächste Abteilung. Können wir aber eigentlich probieren, oder? So schlecht sind wir ja nicht. Können wir ja, wenn wir die Gelegenheit haben, hier überspringen, ne? Da haben wir jetzt ja schwerere Gegner, zwar aber die droppen, glaube ich, besser, ne? Ihr Zeugs. Dam, 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 dam. Au! Du Gesindel. Oh, die droppen wirklich besser. Na, was ist mit du? Au! Au! Na, du! Au! Wenn es weitergeht, kann ich was trinken, ey. So, den hätten wir auch. Na, du? Ich bin, glaube ich, um 1 cm. Au. Ich wollte gerade durchrollen. Bist jetzt endlich mal hin, du Viech. Yeah, geht ja. So, dann haben wir da oben. Lala. Bram, bam, bara. Da oben haben wir nichts gehabt. Aha. Klipper, Klipper. Na, jetzt hör auf damit. Ich will da raus. Au! Bin voll in den Abgrund gerollt. Ich jobb. Ich Pfosti. Ich jobberl. So. Da haben wir nix, nix, nix und noch weniger als nix. Okay. Ein Geheimnis ist in dem Raum auch nicht. Gut. Dann können wir eigentlich schon wieder abhauen. Da ich schon wieder ziemlich angeschlagen bin, hoffe ich, dass wir hier sehr bald... Wow. Okay, ich glaube, ich trinke mal was. So. Gott sei Dank gibt es ganz viel von dem roten Zeug da, weil ich glaube, Tränke werden wir bald brauchen. Die Musik ist ein bisschen zu laut, gell? Ein bisschen zu laut. Warte kurz, kann ich da jetzt was ändern? Warte kurz. Geht das im Spiel? Ich glaube, ja. Moment kurz. Das ist mir echt ein bisschen zu laut. Na, komm, ich würde sagen, so ist vielleicht besser. Na? So, weiter geht's. Jawohl, einmal heilen. Das hätte jetzt eigentlich, ja, egal. So. So, lala. Ach so, stimmt. Gibt's hier eigentlich was Neues zu lesen? Es ist, als würden wir gegen einen unsichtbaren Feind kämpfen. Jedes Mal, wenn sich niemand mehr in einem der Räume befindet, verschwindet er. An seiner Stelle finden wir einen identischen Raum, der völlig leer geräumt wurde. Aha. Okay. Ja, den hätten wir. Wow. Wow. Na, du? Ha, das war wohl nix. Okay, dann muss ich aufpassen. Ich wollte nur gerade einsammeln. Ups, da. Ups, weg. Ah, da wollte ich eigentlich nicht hinrollen. Passt, ich glaube, wow. Der erste ist besiegt. Ich sollte was taufen, glaube ich. Ah, nein, der ist noch gar nicht besiegt. Super. Aber jetzt ist er hin. Na, du? Au. Ich wollte gerade nicht lesen. So. Obwohl es für die vielleicht besser wäre, im Wesen zu arbeiten, ne? Als zu kämpfen. War es das? Hier drin? Schaut aus, ne? Dann gehen wir nochmal schwimmen. So. Wie angenehm. So. Soweit es halt geht. Fertig? Fertig. Super. Juhu. Und dann... Ah ja, die Gegner, ne? Jetzt wäre er gegangen. Na komm. Greif an. Na komm. Na komm. Zack, zack, zack. Okay, zweimal muss reichen für uns. Ah? Na, nichts getroffen, schade. Na komm, einmal geht's schon noch. Oh, ruck. Jawohl, jetzt haben wir dich, du Kerl. So
Super, da ist halt Ruhe. Okay. Ja, das brauchen wir alles. Zack, zack und zack. Passt. Was haben wir da oben drin? Nix, weil beim anderen war was drinnen, beim anderen Gefäß. Einmal zur Abwechslung. Wow. Ne? Ja, ja. Alter, du sollst den treffen nach Möglichkeit. Danke. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin so ein richtig typischer Schwertkämpfer. Ich fuchtel einfach in der Gegend rum und passiert nichts. Ey, ist das denn schon Level 3? Wow, wie ich da hintrauen soll? Wahrscheinlich einen Schlag und ich krieg so eine verpasst, dass mir Hören und Sehen vergeht. Das traue ich mir dann doch nicht zu noch. Aber heilen geht nichts mehr, ne? Na. Da haben wir alles schon verbraucht. Ich schaue mir noch den anderen Raum an. Um noch ein paar Items zu ergattern. Oh, das war, glaube ich, keine so prima Idee. Meinerseits. Wow, okay, das war auch nicht schlau. Okay, das war gar nicht schlau. Ich habe nichts mehr zum Heilen, glaube ich. Na, das war gar nicht schlau. Vor allem der da nervt, ne? Alter, weg da. Okay, der ist einmal weg. Ich glaube, das haben wir... Wow. Also, wenn das jetzt nicht souverän war, weiß ich auch nicht. Cool. Okay, nehmen wir das mit. Na, Glück. So, das haben wir. Boah, aber ich bin echt schon zu feig zum Weitergehen. Ich will ehrlich gesagt unsere Schätze da nicht aufs Spiel setzen. Ich glaube, ich werde zurückgehen. Bin dann doch etwas zu feig. Und da es wieder so schwere Gegner sind wie da, das weiß zum Glück. Na, ich glaube, ich hau ab. Hau mal ab. Machen wir das am nächsten Tag. Ich muss kleine Brote backen, wie man dazu sagt, ne? Zum Ziel. Ich übertreibe es sonst wieder zu gerne und das ist dann wieder sehr ungesund für uns. Für unseren Händler. So. Speichert es auch. Wir haben noch Spielzeit übrig. Das ist gut. Dann schauen wir mal. So. Abmaschinen den Laden. So, was haben wir jetzt eigentlich alles? Wir haben, ja, ein bisschen was, ja, jawohl doch, können wir schon ein bisschen was verkaufen, oder? Oder sollte ich es horten? Es bringt nichts, am Tag in Dungeon gehen ist blöd, glaube ich. Was mache ich da? Keine Ahnung. Ich wollte eigentlich nur, so, danke. So, da haben wir 10, das ist das, das ist hier, Stoff. Das haben wir noch oben drinnen. Ich glaube, das mit Material sammeln, das lasse ich derweil mal. Genau, ich wollte noch was verzaubern. Aber haben wir jetzt schon alle unsere Sachen verzaubert? Ich gehe mal kurz schauen. Ich gehe nur mal kurz schauen. So. Schließlich muss ich auch Tränke brauen. Für uns und für die Helden. So. Servus, Gnädigste. Zum einen, bitte, hätte ich gern Tränkelein, und zwar so viele wie möglich. Ja, bitte. Und zum anderen hätte ich gerne eine Verzauberung, wenn möglich. Tatsächlich, das geht. Wir würden, ja, mehr Schutz, glaube ich, ne? Ja, bitte. Das nehmen wir auf jeden Fall, das passt. Waffentechnisch, da wird auch was gehen, mehr Damage. Ja, auf jeden Fall, würde ich sagen. Ja, bitte. Super, sehr gut. Das passt, das ist mir gleich. Wir müssen ein bisschen auf uns auch schauen. Sonst werden wir kläglich verrecken. So. Ich nehme den Zweierstapel. Ja, und den nehmen wir für uns. Das reicht. So. Bam, 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 bam. So, okay. Also, verkaufter, verkaufter, verkaufter. Das auch. So, preislich. Ich muss immer schauen, preislich, ob ich mich wohl nicht vertue. 100, das passt. 130 müsste auch passen. Was tun die eigentlich so blöd? Das passt alles. Dann haben wir da, würde ich sagen, den tun wir weg, den verkaufen wir, das verkaufen wir. Ja, und ich glaube, das dürfen wir auch verkaufen, beruhigt.
300 ist gut, da werden wir gleich mit dem Preis rauffahren auf 350. 3, da müssen wir runter auf 1, dass wir auch den Preis haben. 325 machen wir da. Hoppala, das wollte ich gerade nicht. Und 50, keine Ahnung. Die Leute kaufen es, aber keiner sagt was, ne? Sollen wir vielleicht den Preis nochmal erhöhen, auf 60 vielleicht? Schauen wir mal. So, dann gehen wir es wieder an. Sale gibt jetzt nichts rein, glaube ich. Hätten wir was für Sale? Von mir aus die Zweige. Servus, grüß euch. Wir haben ganz frische Ware. Einfach nur zum Mitnehmen, bitte. Dabei könnte ich noch versuchen, den optimalen Preis rauszukriegen, ne? Das könnten wir auch noch machen. Da könnte es sein, dass ich um ein, zwei Goldstück pro mehr verdiene, ne? Danke sehr. Da ist er glücklich, das freut mich. Dankeschön. Dankeschön. Tun wir ein bisschen nachladen hier. Vielleicht, da können wir auf 10 gehen. Ja, vielleicht werden die Tränke wieder, also vielleicht kann ich dann wieder mehr verlangen, wenn wir sie oft genug verkauft haben. Oder ich habe sie zu oft verkauft, da war ja auch noch so ein Hinweis, ne? Wenn es die Sachen zu oft verkauft, ist auch nicht gut. Ich probiere es hier mal mit einem 6er, ne? 110, ich probiere es hier mal mit 114. 15 und 18, ich probiere es hier mal mit 17. 25, 30, ich probiere es hier mit 29. So, schauen wir mal. Das war hier, dann können wir das da auch noch dasselbe Spielchen machen. 125 bis 30 würde ich sagen, 29. Und hier, das müssen wir erst schauen. Okay, dann, was hätten wir noch? Ich würde sagen, den da kann er haben. 15, 18, ich würde sagen 17. So, schauen wir mal. Ja, da sind sie glücklich. Das freut mich sehr. Dankeschön für den Einkauf. Danke sehr. So, da gehen sie mit unseren Trümmer. Vielen Dank. Ein Dieb, ich sehe dich. Aha, sie nimmt es trotzdem. Ich muss aufpassen, und das ist ein Dieb. Ich sehe ihn. So, schnell. Halt, schnell, schnell, schnell. Haben wir ihn erwischt? Scheiße. Ja, ich war zu geldgierig. Ich hätte das nicht mehr machen sollen. Der blöden Kuh da was verkaufen. So. Das geht noch. Echt? Okay. Dann würde ich sagen, machen wir 85 draus. Und hier mal runter auf 100. Wegen, ihr wisst schon, ne? Dann das Schwertelein. 150 Schmerzensgrenze. Ich würde sagen 160. Schauen wir mal. Wir haben Verlust gemacht heute, das ist sehr schlecht. Da ist wieder ein Dieb. Du Gauner. Hab dich. Diesmal nicht. So ein Gauner. So, wie die Leute brav kaufen, das freut mich. Dankeschön. Na, bei Sale ist heute mal nichts drin. Ihr müsst schön normal zahlen. Ja, nichts mit Angebot. Schon wieder Dieb. Aber heute geben sie aber Gas. Heute geben sie Gas, die Diebe. Und Omi? Nicht, okay. Das ist ja dann doch zu viel. Dann würde ich sagen, bringen wir es mal mit 27. Auf den Dieb da muss ich aufpassen. Da kommt sie hier gleich um die Ecken und stibitzt mir dann das gute Ding.
Oder am besten erschleicht sie wieder. Aber ich glaube, den Gefallen wird er mir nicht tun. Hab dich. So. So. Ich hab nur mehr das leider. Okay, ich glaube, die hauen schon wieder ab alle. Und? Gefällt's dir? Willst du haben? Nein. Okay. Da ist sogar 25 dem zu teuer. Schön. Wir müssen mal mit 24. Dam, da, dam. Bam, 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 bam. Dam, dam, dam. Und Obi, gefällt's dir? Nein. Gefällt ihm nicht. Das ist zu oft die Nachfrage, also zu oft angeboten, ne? Oh, okay. Darauf bleiben wir sitzen. Auch nicht schlecht. Das war heute nicht sehr lukrativ. Ah, 6000 nur, ja. Okay, besser als nichts. So, dann würde ich sagen, wir beenden den Part hier mal und im nächsten gehen wir wieder den Dungeon erkunden. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!